Cowboyhut, Westernstiefel und Country-Musik haben auch bei uns in Hessen eine treue Fangemeinde. Und jetzt haben wir sogar eine Country-Queen. Sie heißt Endoka und kommt kurioserweise aus einem Ort, durch den ein Bach namens USA fließt, was man ja auch als USA lesen könnte. Und manchmal könnte man meinen, ihre Heimat Westerfeld, was in Wirklichkeit ein Ortsteil von Neuansbach im Taunus ist, liegt irgendwo im Wilden Westen oder zumindest bei Nashville, Tennessee. Wenn Antje Hennecke zu Ann Doka wird, dann verwandelt sich Westerfeld in Westerfield. Denn das hessische Dorf an der USA ist durch Ann Doka zur deutschen Country-Hauptstadt geworden. Erst kürzlich wurde die 32-jährige Kommunikationstrainerin mit dem deutschen Rock- und Poppreis ausgezeichnet. Als beste Country-Sängerin und für den besten Country-Song. Ja, jetzt natürlich hier gleich mit meinem Debütalbum Preise abzuräumen, das hatte ich jetzt nicht erwartet auch, muss ich sagen. Das hat mich und jetzt auch meine Band natürlich sehr gefreut. Das, da sind wir schon stolz drauf. Mit dieser CD hat Ann Doka die Jury überzeugt. Und mit diesem Song, Lea. Lea prämiert als bester deutscher Country-Song. Aber Lea ist nicht nur ein Titel, sondern Lea gibt's wirklich. Also die kleine Lea tanzte letztes Jahr in Frankfurt-Höchst vor unserer Bühne. Und das so süß, dass ich dann die Eltern noch fragte, wie sie heißt. Und als die dann verschwanden, ich abends wirklich so dachte, ich muss einen Song über sie schreiben. Und das habe ich dann auch getan. Und wir haben sie über Facebook wiedergefunden, haben mit ihr ein Video gedreht und ja, jetzt sogar einen Preis mit ihr gewonnen. Schon früh begann ihre musikalische Karriere. Einmal die Woche ging es in die Musikschule und ihr Musiklehrer erkannte und prägte das Talent. Wir sind sie gut gelaunt. Es ist schon so, dass man sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt, wie man hier mit 6 Jahren angefangen hat zu spielen. Und wir haben dann so die aktuellen Charts, man hat dann natürlich seine Vorbilder dann irgendwie nachgesungen und immer mit der Gitarre. Also die war eigentlich ständiger Begleiter. Das Herausragende waren eigentlich auch schon so ein bisschen diese ganz rhythmischen Sachen, auch in dieser Country-Richtung. Das hat sich also schon abgezeichnet. Auch deshalb haben wir auch den Wilden Westen vorhin gespielt. Das war also ein tolles Stück. Das war ihr wie auf den Leib geschnitten. Schon als Kind trat sie zusammen mit ihrem Vater als Duo auf. Zur Country Music aber brachte sie eine CD. Über diese CD kam ich quasi damals zum Country. John Michael Montgomery hat das Original von dem Titel I Swear, den man von All for One kennt, gesungen. Dieses I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. Country-Version ist viel besser. Kurz darauf gründete Antje Hennecke ihre erste Band. Später gab sie auch Konzerte, bei denen sich Country- und Western-Fans so richtig austoben können. Line Dance zu Klängen von Ann Doka. So sehen richtig treue Fans aus, die kein Konzert auslassen. Ich finde sie einfach super sympathisch. Ich mag ihre Musik einfach richtig. Die ganze Person an Doka finde ich klasse. Sie hat eine wunderbare Engelsstimme. Eine sehr sympathische Frau, der ich das auch wünsche, dass sie jetzt Erfolg hat. An diesem Erfolg arbeiten Ann Doka und ihre Band weiter. 3 neue Lieder sind bereits komponiert und jetzt hoffen sie auf einen Auftritt in Nashville, Tennessee, der Heimat der Country Music.